Ja, hallo zusammen und ich habe gerade ein paar Minuten und ihr wisst ja, ich mache eigentlich keine Turniervideos mehr, außer es ist irgendwie was, was ich loswerden will oder es ist ein besonderer Gegner oder was weiß ich. In diesem Fall ist es das erste. Wir haben 3-Sterne-Rush-Turnier, alle Farben erlaubt. Ihr seht meine Def, es ist aber nicht gleichzeitig meine Off. Und zwar, meine Off wird so aussehen. Einfach nur mit dem Hintergrund, dass bei dieser Off alle Helden bis auf Zarel in 6 Steinen geladen sind. Zarel gibt 5%, wenn keine Familie gedoppelt ist. Und das ist in dem Moment hier der Fall. Wir haben hier 5 verschiedene Familien, das heißt, alle kriegen die 5%. Und um in 6 Steinen zu laden, braucht man 9%. Das heißt, es reichen Leute, die entweder einen Kostümbonus haben oder aber Druiden, Mönche oder Zauberer sind, die ja 4% im letzten Talent bekommen. Ja? Und in dem Moment spiele ich das so. Schade, dass Zarel nicht zu diesen Talenteklassen gehört. Ist aber jetzt auch nicht richtig tödlich. Ist vollkommen okay. Wir gehen mal rein. Ist der erste Kampf, wie ihr seht. Ich habe noch keinen Kampf gehabt. Auch keinen gescheiterten, weshalb ich bei 0 stehe. Ich will es euch einfach zeigen, dass das so funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich kurz schauen. Wir brauchen Grün, Rot oder Blau. Blau sehen wir auf jeden Fall zur Sicherheit schon mal rumliegen. Und wir spielen mal Blau durch, was in Grün und in Rot übergeht, doppelt Rot sogar. Und wir haben Glück, aber ihr seht's, es waren 6 blaue Steine, 6 rote Steine. Heißt für uns, dass das Ding relativ gut aussieht. So, wir bauen uns jetzt noch grün zusammen. Eigentlich will ich den Spot gar nicht spielen, weil ich will, dass die sich selber umbringen. Ich habe zur Not meinen Heiler am Start. So, wie lange brauchst du damit? Ja, komm, wir machen es mal. So, es ist jetzt nicht das überragende Damage-Team, aber mir ist wichtig, dass die Helden überhaupt auslösen. Vielleicht überlege ich nochmal, ob ich den Hamster dort rausnehme, weil ich ja den Spotter mitnehme und muss mal schauen, ob ich irgendwo was Sinnvolleres habe zum Einbauen. Ist dort irgendwo Heilung? Ja, hinten links in der Ecke, okay. Dann spielen wir das mal so. Machen das mal so. Und das kann sich jetzt ein bisschen ziehen. Gucken, ob das so reicht. Für den ersten kaputten Helden. Nee, nicht ganz. So, machen wir noch einmal Mana weg. Und jetzt gleicht er nochmal aus, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ausweichen ist noch aktiv, aber wir werden das trotzdem so jetzt erstmal spielen. Und ja, Rush dauert in der Regel meistens eine Weile, weil viel Heilung in der Regel in den Deaths und auch in der Offensive dabei ist. So, machen wir mal so. Lassen ihn mal voll durchziehen dort draußen. Ah, hat weggenommen, okay. So, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr die Helden natürlich verfügbar habt, das ist halt die Voraussetzung, um das so zu spielen, dann empfehle ich euch dieses Team. Es dauert seine Zeit. Aber es fällt eigentlich in der Regel nicht wirklich schnell um. Ihr habt alle 3 Farben, die gespielt werden, supporten sich selbst auch. Ich denke, es könnte nur kritisch werden gegen ein Team,
was extrem viel Heilung hat, dass man vielleicht jemanden nicht umgebracht bekommt. Das könnte ein Negativfaktor sein, da muss man aufpassen. Aber ansonsten rennt man mit dem Team eigentlich relativ solide durch. Und wie gesagt, wenn man drei verschiedene Farben hat, die in sechs Steinen geladen sind, bei Grün ist ja auch der Bär. Das heißt, der Spott kommt in sechs Steinen, dann kommt ihr gut zurecht und solltet nicht überrascht sein. Oh, ich habe gar nichts laden können. Warum? Turnier ist kacke. Nee, nee. Das ist dann wie ein Rush-Krieg, wo man ja auch dann die Mana-Truppen hat oder ein 5-Sterne-Rush-Turnier. Dass man halt einfach durchkommt. So. Zack. Belit ist halt wirklich nervig. Spielen wir mal die Roten. Die müssten meine Roten wieder laden. Na, ja, jetzt kommt noch mal der. Aber ist ja egal. So, zack. Zack. Vielleicht reicht der Grüne. Oh, das reicht jetzt für ihn. Dann reicht das für den nächsten. Und dann kann Belet machen, was er will. Ja, die Zeit wird natürlich gerade ein bisschen knapp, aber jetzt können wir mal komplett ghosten. Sie wird nichts umbringen. Und wir brauchen jetzt einfach nur ein bisschen Rot oder Grün sammeln und spielen dann durch ihre Death weg. Der Death Up wird auch bald verschwinden. So, machen wir es mal so. Spielen das hier zusammen. Ja, mühsam ändert sich das Eichhörnchen in dem Moment. Könnt jetzt natürlich auch einen harten Cut machen. Aber ja, ich will euch zumindest einen vollen Kampf zeigen. Vielleicht ist noch eine Überlegung, das Eichhörnchen zu ersetzen mit dem neuen Weihnachtshelden, der zwar nur auf 3 geht, aber auf die Härter und halt den Schaden erhöht. Das wäre auf jeden Fall aufstellungstechnisch mit dem Barden vereinbar. Die kriegt aber auch ohne Ende ihr Druidenmistzeug da. So. Ja, im Gedanken. Hier können wir es zum Beispiel. Brauchen wir gar nichts ändern. Hier, man könnte halt ihn noch mitnehmen. 275%. Aber er ist halt falsche Klasse. Ja, ihr seht, er ist Barbar, bekommt dadurch nur 2% Mana in seinen Talenten und nicht 4%. Ist halt zu überlegen, wen man eventuell noch mitnehmen kann. Kostüme gehen natürlich. Quasia wäre noch eine Variante für dauerhaften Schaden. Ulmer wäre eine Variante für ein Attack-Up. Da könnte man eventuell Basil auch rausnehmen. Kann ich auch einsetzen. Ich habe noch keinen klassischen Helden dabei. Bin doch. Gunnar beispielsweise und Ulmer sind halt auch Helden. Die können auch ohne den Barden. Sind die mit 6 Steinen geladen. Ja? Das funktioniert auch. Ja. Oberon ist auch so ein Held. Der ist auch ohne den Barden mit 6 Steinen geladen. Aber ja, ich glaube, viele Alternativen habe ich hier gerade gar nicht da. Aber muss auch nicht sein. Ihr habt gesehen, selbst mit einem starken Heiler, der regelmäßig auslässt und sich selber noch mit den Druiden schützt, bin ich irgendwie durchgekommen. Dadurch, dass Bautschan regelmäßig mal Mana wegnimmt, beziehungsweise alle 6 roten Steine. Ja, mehr ist nicht zu sagen. Versucht's mal damit. Death wurde noch nicht angegriffen. Wünsche euch maximale Erfolge. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.